Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Risen 3 Titan Lords. Wir haben hier gerade ein Blümchen gepflückt und haben ganz viel im eingeborenen Dorf gemacht. Und jetzt segeln wir wieder eine Etage tiefer. Ich wollte nur ganz kurz noch gucken. Nein. Ach so, Karte geht ja nicht, wenn man im Flugmode ist. Wo war denn hier noch gleich der Jäger? Weil mit dem müssen wir doch eh nochmal reden wegen diesem Pantherherz. Mit Fliegen kommt man viel schneller durch die Welt. Die Frage ist halt nur, wenn ich keine Karte habe, ob ich hier auch richtig fliege. Ich glaube es nämlich gerade nicht. Vielleicht ist es dann doch besser, wenn ich mich zurückverwandle und. Das macht so viel Spaß. Fliegen ist so cool. Whee. Way. Oder irgendwie keine Gegner da, aber vielleicht sehe ich sie auch nicht. Oder die kommen gar nicht, wenn man fliegt. Die greifen einen zumindest. Hey, die greifen einen nicht an. Aber hier ist ein Hund oder sowas. Oder ein Jaguar. Komm, den können wir doch jetzt hier gleich schon mal. Wow, das ist ein Panda. Ist das einer, ist das der, den wir brauchen? Wahrscheinlich nicht. Das wird ein spezieller sein. Bum, 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 bum. Oh, böser Panda. Der sogar ein bisschen was verträgt. Ja, da kommen schon unsere Freunde. Beziehungsweise die Nervensäge. Ich glaube, die Nervensäge werden wir am Ende wahrscheinlich eh töten, weil es im verbotenen Land irgendeinen Mist baut. Ich bin verletzt. Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh. Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Ich muss dir leider sagen... Halt's Maul. Ich will nichts mehr von dir hören. Dann später vielleicht. Nee, auch später nicht. Pantherjagd haben wir geschafft. So. Ein sehr großes Pantherherz. Das Tier war sehr kräftig. Das Herz wird mir bei den Eingeborenen noch nützlich sein. Ja, passt doch. Ne? Moment, warte mal, von wo kam der denn jetzt? Ne, von da kamen wir. Das heißt, man findet die Tiere quasi auch so zufällig hier irgendwie. Das ist eigentlich ganz cool. Sieht eben mehr aus wie so ein Altar hier, ne? Nochmal altes Wissen. Ich habe jetzt auch gar nicht alle Steine mit durchgelesen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt brauche ich den Jäger ja gar nicht mehr. Supi. Da, Seekarte. Ah, da hinten unten sind wir jetzt gerade. Und wir wollen jetzt aber wieder zurück. Hier. Genau. Heißt, wir gehen hier jetzt mal an der Felswand entlang. Geht's hier noch irgendwo hoch? Gibt's hier noch was? Nö. Also einfach an der Felswand entlang wieder Richtung Dorf. Schau mal, das ist jetzt ein bisschen anderer Weg, glaube ich, als wir hergekommen sind. Zumindest ist es jetzt halt hell, ne? Der Dschungel ist schon ein bisschen undurchsichtig auf jeden Fall. Okay, wahrscheinlich jetzt. Nee, wir müssen jetzt gerade in die andere Richtung. Sonst wäre ich schon falsch gelaufen, seht ihr mal. Gott sei Dank gibt es eine Karte. Genau, hier haben wir dieses Rhinoceros kaputt gemacht. Rammer. Genau. Ah, dann ist hier unten die Wasserstelle. Da haben wir jetzt aber noch nichts geschafft, was wir irgendwie abhaken könnten, glaube ich. Mal kurz. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Hm.
Silberzunge 100, das ist dann die Notfalllösung quasi. Haben wir für den anderen schon irgendwas? Haben wir auch nichts geschafft gehabt, glaube ich, für. Das heißt, wir gehen jetzt dann hier nochmal zurück, beziehungsweise genau hier rechts entlang. Und dann müssen wir mal ein Äffchen trainieren, demnächst. Geht's denn hier noch lang? Kleine Blutwurzel einsammeln. Mach schon! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Wenn du mir jetzt noch sagst, aus wessen Haut, bin ich voll glücklich. Da vorne, Felsspinnen. Ja, die gehen leicht. Die gab es ja sogar schon auf der anderen Insel. Da hinten kommt noch ein Gorilla. So ein bisschen Schrot müssen wir dann auch kaufen, nicht, dass wir das vergessen. So. Markibären. Und Gorilla. Ein böser Gorilla. Ja. Los doch! Komm schon. Haha. Die zwei Seiten, Gorilla, das überlebst du nicht. So, ich hoffe mal, wir überleben das. Los da! So. Konnte ich ja fast nicht mitkämpfen. Sehr schön. Eine Affenstatue. Das könnte aber doch auch, wenn die aus Jade ist, irgendwie die sein, die suchen doch auch noch eine Affenstatue, oder? Von diesen vier Gegenständen. Naja, gut, nichtsdestotrotz. Hier geht's weiter. Oder? Ja. Hier können wir auch nochmal abseits des Weges kämpfen. Mach ihn nieder! Also ein bisschen Ruhm. Außerdem kann man sich dann hinterher wenigstens ein bisschen freier über die Insel bewegen. Kämpf endlich! Ja, ich kämpf doch, du Nervensäge, echt. Nervensäge trifft's gut mit dem Questnamen. Mal schauen, wie wir den wieder loswerden. Aber bevor ich ihm das Geld gebe, bringe ich ihn um. Also, ich glaube, da sind wir uns auch einig hier. So. Nochmal Zähne und Krallen. Peanuts sind das. Das bringt ja fast gar nichts. Egal, wir haben jetzt gesagt, wir machen das und dann Markibäre. Ganz viele Äffchen. Ja. Springen wir mal lieber nicht runter. So. Laufen hier ganz gesittet wieder zurück. So, mal schauen, mit wem wir jetzt überhaupt alles sprechen müssen. Auf jeden Fall mit dem Doktore da drinne. So, und für den Rest haben wir, glaube ich, noch fast gar nichts gemacht, oder? Was ist das? War wohl doch nichts. Nee, für den jedenfalls nicht. Wegen der Wasserquelle können wir auch nochmal mit dem einen sprechen, auf jeden Fall. So. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Oh, der kann uns mit dem Zeichen der Freundschaft vielleicht helfen, aber erstmal. Hier, ist das die Pflanze, die du wolltest? Unglaublich. Ihr habt sie bekommen? Sehr gut. Das beflügelt geradezu meine Sinne. Jetzt ist es mir endlich möglich, daraus ein Elixier zu extrahieren, das. Okay, ich lass dich dann mal allein. Halt! Nicht so schnell, ihr wollt doch sicher eine adäquate Belohnung haben. Nehmt dies. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Der redet wohl auch, wie ihm der Mund gewachsen ist. Aber immerhin 200 Gold. Ich bin auf der Suche nach einem Zeichen der Freundschaft für die Eingeborenen. Ist das so? Und was meint ihr, hab ich damit zu schaffen? Ein gebildeter Kerl wie du kann mir doch sicher helfen. Ja, na in der Tat. Nun, es ist so. Eingeborene legen viel Wert auf Körperbemalung und Kleinode.
Wenn wir also etwas finden, das ihr Bedürfnis nach etwaigen... Ja, das ist es. Ich hätte da eine sehr wertvolle Goldschale. Einzigartig in ihrer Art und mit äußerstem handwerklichem Geschick hergestellt. Ich würde euch das edle Stück für 250 Goldmünzen überlassen. Aber handeln kann man bei dem nicht. Na gut, dann ist das Geld gleich wieder futsch. Klingt gut. Hier hast du das Gold. Danke. Wartet einen Augenblick. Ich gehe sie holen. Da hast du das gute Stück. Danke. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal schauen, bevor wir zurückgehen. Das mit dem Äffchen war teurer als 1000, ne? Vor allen Dingen, wer brachte das bei? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Moment. So, hier ging's raus. Schauen wir nochmal kurz. War das für Buddy, oder? Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Äffchentrainer 1000. Ja gut, dann können wir das mit dem Affenlernen schon mal machen. Sehr gut. So gut bin ich auch nicht. Wie jetzt? Einfluss 40 brauchen wir. Okay. Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du dich mir angeschlossen hast. Ach was, ich habe mich dir angeschlossen, sagst du? Ja, du bist ein feiner Kerl. Mach ruhig so weiter, dann wirst du es noch sehr weit bringen. So, das musste ich einfach noch sagen. Irgendwann werde ich ihm irgendwie wehtun. Einfluss 40. Geht sogar. Super, damit haben wir Silberzunge 55. Ja gut. Nö, gebonkt, machen wir so. Und... Jep. Und jetzt können wir hier beim Buddy mal... Oh, macht er jetzt das mit dem Messer werfen? Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern mit... Ja, okay, also jetzt nicht. Und jetzt können Bring wir das mir mit dem... Bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Stimmt sie. Erzähl mir, wie ich mit einem Affen umgehen muss. Bei Affen musst du höllisch aufpassen. Sie sind klein genug, um auch in die winzigsten Spalten zu kommen und unauffällig genug, um unbemerkt zu bleiben. Wenn du so ein Biest unter deiner Kontrolle hast, werden dir einige Plätze offen stehen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Oh, ein Äffchen haben wir erhalten. Aha. Okay, jetzt kann ich das mit dem Äffchensäckchen dann auch gleich noch machen. Den Rest haben wir nicht genug Geld, aber... Was kannst du verkaufen? So, nee, der hat immer noch keinen... okay, langsam mal bessere Waffen, aber... Kein Silber da. Wenn wir jetzt nämlich schon mal da sind, können wir ganz kurz nochmal... Können wir mit dem besser werfen machen? Ha, okay. Bereit, ein paar Messer zu werfen? Bereit, ein paar Messer zu werfen? Natürlich. Aber meinen Wurfarm schlägst du nicht. Los geht's. Und los! Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich das mache. Okay, erziele mehr Punkte als dein Gegner. Halte B mit Zielen beginnen. Mhm. Kann ich hier nach links und rechts zielen? Okay, warte mal, hier unten sind 5 Punkte. Und jetzt... Ah, okay, jetzt kommt die Geschwindigkeit dazu. Das war schlecht. Ja, das war sehr schlecht. Wir haben auch keine Ahnung davon. Bitter.
nochmal zielen beginnen. Ach, je nachdem macht man es arg hoch oder weniger hoch, ne? Ist ja zumindest bei 2 stecken geblieben, okay. Ich glaube, das wird schon nichts mehr. Der ist ja nicht so schlecht. So, jetzt nochmal mit Zielen. Hier natürlich hoch. Und dann... Nein, das war zu kurz. Nicht übel. Na, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Oh. Jetzt müssen wir mal langsam mal... Ja, wenn wir jetzt nicht zweimal die 5 treffen, wird's schlecht. So. Okay, das geht wieder drüber. Okay, das wird nichts mehr. Das sehe ich ja jetzt schon. Beziehungsweise jetzt kann man das noch ein bisschen als Übung verwenden. Ah, okay, je nachdem, wo wir da sind, ändert sich das natürlich auch. Ah, okay. Hier ist also der höchste Punkt quasi. Seht ihr das rechts bei den 3 roten Strichen? Je nachdem, wie groß das Rad ist an der Stelle, desto mehr Möglichkeiten haben wir quasi. Wenn ich jetzt hier versuche zu treffen, na komm, so, müsste ich eigentlich versuchen, wahrscheinlich zwischen genau auf dem mittleren zu landen. Okay, das war nichts, aber das war zumindest bei den 2 noch. So. Und schon habe ich deinen Einsatz in der Tasche. Aber wer so nervös wirft, darf sich auch nicht wundern. Können wir das eigentlich... Können wir gleich nochmal machen. Ja, einmal mache ich das jetzt noch. Und los! Da kann man den eigentlich überspringen? Wie der wirft? Nee, kann man nicht. Na, ist ja herrlich gechillt dann. So. Heimlich geübt, was? Hahaha, siehst du mal. Vier hat er gemacht. So, schauen wir mal, ob wir nochmal die 5 hinkriegen. Zack, boom. Langsam reicht's. Schaust du mal. Kriegen wir wenigstens unseren Einsatz wieder. Hoffentlich, wenn ich jetzt nicht patze. Der ist aber gut, der ist echt gut. Also, da muss man sich richtig zusammennehmen. Nein, das war drüber hinaus. Ha, du blinde Kuh. Depp. Scheiße. Jetzt wird's ein Kopf an Kopf rennen. Ha! Auch drüber hinaus. Sehr gut. Also für uns sehr gut entsprechend. Okay, das war auch zu kurz, aber Mann, immerhin 2. Immerhin 2. So, wenn er jetzt nichts richtig Gutes wirft, dann haben wir gute Chancen. Oh oh. Also wir müssen mindestens 4. Wir zielen aber trotzdem auf die 5. Oder hier so. Weil 2 langen uns eigentlich auch. Okay, das sind 2. Tada, gewonnen. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir 15 wieder gewonnen, oder wie? Oder stand 15 gegeben. Naja, gut. Genug des Zeugwerfens. So, jetzt schauen wir mal, bei dem hier konnten wir das Silber verkaufen, ne? Ich habe hier etwas Tafels. Danke. Danke. So. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? So, Gegenangriff wurde uns ja auch empfohlen, aber davon haben wir nicht genug Geld.
Blöd. Ja. Und Klingentänze auch. Aber wir haben jetzt nur noch knapp 500. Heißt, das machen wir dann doch das nächste Mal. Und jetzt geht's erst nochmal zurück Richtung Wildnis. Mache ich denn das jetzt mit dem Äffchen? Na gut, das werde ich dann rausfinden bei dem anderen Quest. Und ich... So, denn von hier? Kristallmagie verstehe ich nichts. Hm. Haben wir echt von noch gar nichts eine Ahnung. Das ist ja zum Weinen. Eine Pistole, gut, haben wir auch schon ein Messer. Bringt aber auch alles nicht genug Geld, um dann doch noch was zu steigern. Was haben wir hier noch? Eine Truhe. Das war eine ziemlich einfache wieder. Ah, man muss sich nur genau umgucken. So, ach ja, ich wollte ja auch Schrot kaufen. Da hätte ich es beinahe vergessen. Ging das bei ihm? Nee. Aber bei irgendjemanden von denen hier oben auf jeden Fall. Harry. Was kannst du verkaufen? Schau mal kurz, einfaches Hemd. Nee, der macht nur Klamotten. Was ist hier mit Hawkins? Zeig mir deine. So, der hat bestimmt hier. Oh, der hat Silberbecher. Und Silberteller. Das können wir gleich weiterverkaufen. Das edlen Metall. Nee, das langt natürlich nicht. Knochenzähne, Hauerkralle. Der kein Schrot? Offensichtlich nicht, aber bei dem können wir zumindest mal Plunder noch verkaufen. Das grün markiert, weil es vielleicht doch für Quests eignet? Nee. So, warte mal. Zähne. Hauer, Krallen. Tatzen nicht. Äffchenschaden auch nicht. Luchsfell. Gorillafell. Oh, das gibt wenigstens langsam mal was. Ein Pantherfell. Hm, das haben wir ja schon fast. Ach, Krug brauchen wir auch nicht. Und ein Meißel auch nicht. Ja, was ist denn jetzt mit der Pistole außerdem, wenn wir schon dabei sind? Pistole haben wir nämlich auch zwei. Können wir ja eine jetzt schon abgeben. Jetzt langt es ja fast für... Wir kriegen jetzt nochmal 160 für Tafelsilber. Dann sind wir bei... sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall über die 1000. Und dann verzichten wir halt auf den Schrot. Ja, mal schauen, bei wem es das denn überhaupt gab. Mach das. Der mag uns ja nicht. Tür verschlossen. 40, 10, 50. Kompliziertes Schloss. Okay, das können wir offensichtlich noch nicht verwenden. So. Da hinten noch nicht geguckt. Weil an das Schloss erinnere ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Na gut, dann schauen wir mal nochmal hier. Ich habe hier Tafelsilber. Danke. Genau. Danke. Und jetzt könnten wir sogar... Was willst du wissen? Ja, geldtechnisch müssen wir jetzt genug haben. Lieber den Gegenangriff. Oh, das ist ja zum Beispiel nicht schlecht. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe eines Gegners mit einem einzigen eigenen Angriff unterbrechen und Klingentänze auf Angriffe prasselt. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deine Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Ja, wir haben keinen Nahkampf 50. Ich weiß auch nicht, wie wir bei Fingerfertigkeit sind. Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, wir haben auch nicht Nahkampf 40. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, ob wir das dann überhaupt steigern können. Oh, das langt nicht mal. Wie blöd. Ja, weil wir jetzt gerade eben den Einfluss gesteigert haben. Na gut, dann brauchen wir noch ein bisschen Ruhm und dann kehren wir mal zurück. So, aber Geld haben wir jetzt wenigstens wieder. Und ja, bei wem konnte man denn Schrot kaufen? Letztens hatte der was zu verkaufen. Mist, hier hast du den Gewinn. Und weil du mich das erste Mal geschlagen hast, gibt's einen Fusel hinterher. Dann kannst du deinen Sieg richtig auskosten. Ach, das ist aber nett. Hier.
Ich hätte ihn einfach nur nochmal ansprechen müssen. So, Taschendiebstahl sind wir auch nicht gut genug für, ne? Ja, lass uns handeln. Gut. So, Doppelbüchse. Ja, der wird jetzt Schrot, da, der hat Schrot. Okay, kaufen wir mal einfach 80, genau. Alles, was er da hat, altes Wissen hat er auch, aber das brauchen wir nicht. Nein, sondern Handel akzeptieren. Ende, sehr schön. Ende Gelände. Okay, zum Wasser konnten wir dem nichts mehr sagen, gell? Wir haben ja auch noch nichts geschafft. Okay, gut. Das heißt, wir laufen jetzt nächstes Mal an die Wasserquelle. Und von dort aus dann weiter, um dem kleinen Gnom da mit seinem Äffchen zu helfen. Mit unserer Äffchenfähigkeit zu helfen. Muss ich schauen, wie das funktioniert. Bin ich gespannt. Und dann sehen wir uns wieder. Alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssili.